Morgen. Morgen. Ist was? Ist was nicht in Ordnung? Was soll nicht in Ordnung sein? Ja. Auf Wiedersehen, Junge. Wir sehen uns dann heute Abend, ja? Ja. Pass mal auf. Moment ja. mal. Was ist? Meine Krawatte. Danke. Wiedersehen, Mama. Wiedersehen, Herbert. Gustl, möchtest du dich nicht setzen, wenn du frühstückst? Ich habe keine Zeit, Mami. Du solltest 5 Minuten eher aufstehen. Das bekommt dir auch viel besser. Schon gut. Wir versuchen es morgen noch mal. Morgen ist auch noch ein Tag. Gustl? Ja? Du hast doch heute einen freien Nachmittag. Ja, Mami. Kannst du mir denn nicht ein paar Besorgungen machen? Ja, natürlich. Was denn? Ich schreib's dir auf. Dann ruf mich lieber im Büro an. Ich will heute mal ein bisschen früher zu spät kommen. Ja, aber ich muss dir doch Geld geben. Ich leg es dir aus, Mami, sonst versäum ich mein Schiff. Tschüss. Tschüss. Die Fahrscheine bitte. Danke. Die Fahrscheine, bitte. Was, 100 Mark? Nee, bei mir nicht, Fräulein. Was meinen Sie, wenn alle mir einen 100 Markschein bezahlen wollten? Ich habe leider kein Kleingeld. Ja, schauen Sie mal nach. Ja, ich kann gern nachschauen, aber ich weiß bestimmt, ich habe ja gar nichts. Da muss ich Sie auffordern, das Schiff zu verlassen. Ja, aber ich muss doch zur Schule. Ja, verzeihen Sie bitte, kann ich vielleicht behilflich sein? Wo wollen Sie denn hin? Zur Dolmetscherschule, bitte. In die Stadt. In die Stadt, ja. 50. Bitte sehr. Danke. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Danke. Selbstverständlich. Fahren Sie öfter mit dem Schiff? Nein. Ah, das heißt, ich weiß es noch nicht. Ich fahre schon seit 3 Jahren hier. Ein bisschen altmodisch sind Sie ja, schon. Ja. Sie könnten schon mal modernisiert werden. Ja. Sie muss mich für einen vollendeten Trottel halten. Wer redet denn so dummes Zeug daher? Was sie für Augen hat, blau sind sie und übersät mit kleinen braunen und grünen Tüpfelchen. Was soll ich bloß sagen? Er glaubt bestimmt, ich bin auf den Mund gefallen. Oh, und ausgerechnet heute sitzt meine Frisur nicht. Hoffentlich merkt er es nicht. Eigentlich ist sie nicht mein Typ. Aber wenn man so kühl aussieht, auf diese geheimnisvoll verlockende Art, dann ist das freilich eine besondere Sache. Rabenstraße. Ei, hier hätte ich aussteigen müssen, verflixt nochmal. Direktor Meyers wartet auf mich, das wird einen schönen Krach geben.
Lieben Sie Georginen? Ach ja, Georginen. Sehr hübsch, ja. Mein Gott, wie kommt sie denn plötzlich auf Georginen? Was sind überhaupt Georginen? Nur vermutlich so eine Art Gewürz oder eine russische Landschaft. Ich liebe nämlich Georginen, besonders rote. Meine Großmutter hat sehr viel im Garten gehabt davon. Oh, ja, sehr hübsch. Sehr schön. Ach so, Blumen. Er hört mir gar nicht zu. Na bitte, dann eben nicht. Wahrscheinlich denkt er an seine Liebste. Bestimmt so eine artige Pute mit Rüschenbluse und Knoten im Haar. Warum benehme ich mich bloß so tollpatschig? Wäre es nicht die einfachste Sache der Welt zu fragen, darf ich sie wiedersehen? Vielleicht jetzt. Himmel, irgendwas muss ich doch jetzt sagen. Ja, wollen Sie nicht vielleicht Platz nehmen? Ja, gerne. Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Ja, wissen Sie, mein Name ist Gustav Lehkamp. Ja, Gustav? Ach, das finde ich aber komisch. Ja, für meinen Vornamen kann ich leider nichts. Ach, ich meine, es ist doch nichts Schlimmes, wenn man so einen komischen Vornamen hat. Endstation, Hauptstraße Glück. Müssen Sie nicht aussteigen, es ist doch jetzt Endstation. Nein, ich bin schon eine Station zu weit gefahren und jetzt muss ich wieder zurück. Oh, das tut mir aber sehr leid, das finde ich sehr nett von Ihnen. Also dann Dankeschön und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen? Ach ja, ich muss Ihnen ja noch das Geld geben. Rufen Sie mich doch an am besten, ja? Ja. 40 78 75. Wie war die Nummer? 40 78 75. Ja, ist gut. Ja. Über eine halbe Stunde zu spät. Das ist die Höhe. Der Kleinste nimmt sie die größten Freiheiten heraus. Wollen sich der Herr vielleicht setzen? Oder auch nicht? Bitte, bitte, ganz nach Belieben. Ich möchte wirklich wissen, was Sie im Kopf haben. Ich möchte Sie sehr gerne bald wiedersehen, ja? Ich möchte Sie sehr gerne bald wiedersehen. Das musste mal gesagt werden. Und? Und? Was haben Sie dazu zu sagen? Wissen Sie, was Georginen sind? So, ich bin wieder da. Mami? Ja? Puh, jetzt weiß ich endlich, was ihr armen Hausfrauen immer zu schleppen habt. Ja, ist es. Der Gustl, hast du alles bekommen? Ja, mir ist so, als hätte ich sämtliche Warenhäuser der Stadt ausgekauft. Oh, zur Belohnung gibt es eine Tasse Kaffee. Wie war's denn in der Firma? Es hat einen irren Krach gegeben. Wieso? Direktor Meyers hat getobt, du hättest ihn sehen sollen. Nur weil ich eine halbe Stunde zu spät gekommen bin. Eine halbe Stunde zu spät? Aber das sieht nur dir in der Hände. Was meinst du, wie gerne ich zu spät gekommen bin? Sag mal, weißt du, was Georginen sind? Natürlich weiß ich das. Was hast du denn ausgelegt? 65 Mark und 80. Hier sind die Zettel und die Rabattmarken. Was sind denn nun Georginen? Ach, das ist so eine Art Dahlie. Warum? Rote Georginen. Wir sollten unsere gesamten Balkonkästen mit roten Georginen bepflanzen. Das sind die schönsten Blumen der Welt. Sag mal, vorhin wusstest du noch gar nicht, was Georginen sind und nun sind es auf einmal die schönsten Blumen der Welt. Da hört sich aber wirklich alles auf. Nein, jetzt fängt erst alles richtig an.
Und ich muss mal telefonieren. Gustl, was suchst du denn da? Ein 10-Mark-Schein, auf dem ich eine Telefonnummer notiert. Was sagst du da? Einen 10-Mark-Schein, auf dem ich eine Telefonnummer notiert habe. Ach du meine Güte. Das kann ja schön werden. Butter, Wurst, Brot, Zigaretten, Zahnpasta, Kaffee, Fernsehzeitung, Weinbrandbohnen. Das ist eine schöne Überraschung. Gustl! Dein Kaffee! Ich kann jetzt nicht, Mami. Mir ist eben eine Welt zusammengebrochen. Tut mir leid, ich habe eben einen Lehrling mit dem Geld in die Bank geschickt. Wissen Sie, ich habe nicht gern nachts große Summen im Haus. Wenn ich auch einen leichten Schlaf habe und einen Hund. Danke Ihnen vielmals, das ist sehr liebenswürdig. Vielen Dank. Aber sagen Sie, haben Sie denn kein Notizbuch? Also sehen Sie, bei uns kriegt jeder Kunde zu Weihnachten ein Notizbuch, auch die Kleinsparer. Obwohl, naja, nur lassen wir das. Lieber guter Mann, tun Sie mir den Gefallen und schauen Sie doch bitte unter Ihren 10-Mark-Schein nach, ob da nicht einer dabei ist, wo eine Telefonnummer drauf ist. Nee. Sowas wird gar nicht hergestellt. Schauen Sie, die Nummern auf den Geldscheinen haben einen anderen Sinn. Also, das sind erst einmal die Seriennummern. Nein, eine Telefonnummer draufgeschrieben. Ja, draufgeschrieben? Ah, Sie meinen von Privathand? Ja, von meiner. Von Ihrer, na ja, das kann ich machen, aber wissen Sie, wir geben auch 10-Mark-Scheine aus. Ja. Ich komme gerade von einer Drogerie Rotemund. Herr Rotemund hat mir gesagt, dass er seinen Lehrling mit dem Geld soeben, jetzt zu Ihnen geschickt hat. Ach, der Rotemund? Ja, der macht das immer, ein ordentlicher Mann. Bitte seien Sie so lieb und schauen Sie nach, ob der Schein dabei ist. Diese Nummer ist äußerst wichtig für mich. Sagen Sie, wie wär's denn einmal mit dem Telefonbuch? Ich weiß Ihren Namen nicht. Mein Name? Gestatten Sie? Dobermann. Ihren klein geschrieben. Ach so. Eine Liebesgeschichte. Was? Eine Dame? Na ja, dann wollen wir mal schnell nachsehen, ob wir die Dame nicht auf einem Zehner haben. Sagen Sie, wo haben Sie es denn draufgeschrieben? Hier an den Rand? Ja. Ja, mal sehen. Also hier ist es nicht, das ist auch nicht, das ist auch nicht, hier auch nicht. Ist sie blond? Na, blond ist gut. Blonde sind kühl. Sagt man, stimmt aber nicht. Ich war mal in Italien und da habe ich eine Italienerin kennengelernt. Aber die war Deutsche, wissen Sie? Und die war rabenschwarz. Nur weil sie einen blonden Freund hatte. Verstehen Sie? In Wirklichkeit war sie strohblond. Aber die war nicht kühl. Die war rassig. Naja, wie Schwarzhaarige eben sind. Nicht? Nee. Junger Mann, auf meinen Zähnen ist ihre Süße leider nicht drauf. Naja, nun... Wollen wir erst mal überlegen, wo Sie den Zehner noch ausgegeben haben können? Wo waren Sie denn schon überall? Tja, bei Rotemund in der Drogerie und wo haben Sie heute noch Geld ausgegeben? Ich weiß es nicht, ich weiß überhaupt nichts mehr. Das heißt... Doch. Oh, ach, ich glaube, es reicht doch nicht. Danke, Arme. Dankeschön, Frau Herr Ammer, ich habe eine Frage. Einen Moment, Herr. Ja. So. Jetzt haben wir 12. 15. Herr Ammer, ich. Kleinen Moment. 20. Ach, sehen 30, Sie Eier. Jetzt hätte ich bald die Eier gegessen. 50. Sind Sie frisch? Selbstverständlich, Frau Moser. Wie viel? 6 Stück, bitte. 6. Größe A. Größe A, 6 Stück. Verzeihen Sie bitte, darf ich Ammer sehen? Nein. Danke vielmals. Yeah. Herr Ammer, ja, kleinen Moment, Herr Lickern. 6 A. Eigentlich könnten Sie mir auch 12 geben, wissen Sie? Ja, wie Sie wünschen. 12. 7. 8. Ach, lassen Sie, mein Lieber, ich kann Sie doch nicht tragen. Das macht überhaupt nichts. 3 zurück. So. 6 A. Eier. 1,74. Ja? Bitte sehr, Herr Ammer. Danke. Ich sollte mir wirklich vorher alles aufschreiben. Ja, das wäre eine sehr gute Idee, Frau. Wie bitte? Ach so, ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Ammer, ich habe vorhin einen 10-Mark-Schein ausgegeben, den ich nicht hätte ausgeben dürfen. Na, wem sagen Sie das? Ich gebe auch immer mir aus. Nein, bei diesem ist es eine Besonderheit. Da habe ich eine Telefonnummer drauf notiert. Ach so, na und?
Ja, ich glaube, ich habe ihn bei Ihnen ausgegeben. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ach so, jetzt verstehe ich. Also auf dem 10-Mark-Schein an der Telefonnummer. Ja, naja, ich werde darauf achten. Wenn ich ihn finde, halte ich ihn für Sie zu. Nein, bitte, jetzt gleich. Jetzt? Es ist sehr dringend, ja. Entschuldigung. Ja, entschuldigen Sie einen Moment, ja. Ja, aber mal gucken. Ja, nichts. Auch nichts. Nichts. Auch nichts. Nichts. Schön. Nichts. Ich möchte Sie sehr gerne bald wiedersehen, ja? Und Sie können sich nicht an die Nummer erinnern? Ja, ich weiß nicht, es war 40 oder 70 oder 73 oder so irgendetwas. Sie sind nervös, das führt zu nichts. Glauben Sie mir. Sie sollten in aller Ruhe nachdenken. Ja, das habe ich doch schon. Ich hege den Verdacht, dass es mit dem Verliebtsein so rosig nicht bestellt sein kann, wenn es sich derartig nachteilig auf den Verstand auswirkt. Hören Sie, ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen über die Liebe zu unterhalten. Immer mit der Ruhe. Also überlegen wir mal gemeinsam. Hm? Die erste Ziffer war 40, nicht wahr? Ja. Das wissen Sie genau. Ja. Und nun versuchen Sie sich mal auf die zweite Ziffer zu konzentrieren. War die nun 77, 75 oder 73? Fragen Sie mich nicht. Schauen Sie lieber unter Ihren 10-Mark-Scheinen nach. Aber das würde keinen Zweck haben. Sie haben mir keinen Schein gegeben. Ich erinnere mich genau. Pellekamp, was soll's denn noch sein? Meinen 10-Mark-Schein möchte ich wieder haben. Das heißt, ich suche einen 10-Mark-Schein, auf dem ich eine Telefonnummer notiert habe. Und nun haben Sie ihn ausgegeben, ja, nicht? So, der war also von Ihnen? Ja. Ich hab mir noch gewundert, so Zahlen auf einen 10-Mark-Schein. Aber das eine Telefonnummer war, wissen Sie nicht. Also darauf bin ich nicht gekommen. Das war so was mit 40. Ja, haben Sie den Schein noch? Ja. Ja. Gehabt hab ich ihn. Aber dann kam der Gasmann. Der kam gleich nach Ihnen. Der hat kassiert und dem habe ich den Schein gegeben. Ich wollte ihn ja noch nachrufen wegen der komischen Nummer, aber ich hab sie ja nicht mehr gesehen. Weg waren sie. Ach, Frau Holzriegel. Eben habe ich noch die Sonne aufgehen sehen und jetzt kommen sie mir mit dem Gasmann und nun ist sie wieder untergegangen. Ist das denn so wichtig? Tja. Die städtischen Gaswerke. Ich werde es mal mit den städtischen Gaswerken versuchen. Herr Semmel. Ja? Verzeihen Sie, dass ich so spät noch störe, Herr Semmel. Mein Name ist Lekam. Ja? Herr Semmel, das Telefonfräulein der städtischen Gaswerke hat mir Ihre Adresse gegeben. Ich habe nämlich eine Bitte. Ja? Sie haben doch heute bei der Wäscherei Holzriegel die Gasuhr abgelesen und kassiert, nicht wahr? Ja. Und da hat Frau Holzriegel Ihnen mit einem 10-Mark-Schein bezahlt, auf dem eine Telefonnummer notiert war? Ja. Haben Sie den Schein noch? Nee. Bitte, Herr Semmel, überlegen Sie noch mal genau. Dieser Schein ist sehr wichtig für mich. Sind Sie absolut sicher, dass Sie ihn nicht mehr haben? Ja. Aber... Sie müssen nämlich wissen, ich rechne jeden Abend ab. Also dann ist er vielleicht bei der Abrechnungsstelle der städtischen Gaswerke? Nee. Aber... Das heißt nämlich gar nicht Abrechnungsstelle. Das heißt Zentralkasse. Aha, danke. Ja, na, und da ist er auch nicht. Wieso? Naja, war keiner da, auch kein 10-Mark-Schein. Vielleicht haben Sie noch woanders kassiert und gewechselt und meinen 10-Mark-Schein dabei herausgegeben. Naja, das ist möglich. Wo waren Sie denn noch überall? Ach, in 72 Haushaltungen, junger Mann. 72 Haushaltungen? In 72 Haushaltungen, ja. Danke. Guten Abend. Was du dir für Sorgen machst. Der Junge wird schon kommen, wenn wir irgendwas vergessen haben. Ist doch gleich schon 7:30. Ja, und deshalb möchte ich mir endlich mal in Ruhe das Fernsehprogramm ansehen können. Ach, nur weil du in die Röhre starren wirst, vernachlässigst du deine primitivste Vaterpflicht. Der Junge ist doch schon seit Stunden unterwegs. Gott, mein Gott, der Junge ist volljährig, wird irgendwas vergessen haben. Und wenn ihm etwas zugestoßen ist, vielleicht ein Unfall? Vielleicht wird man heute ein Opfer des Verkehrs. Die Leute rasen doch wie verrückt. Kommt ein Verkehrsopfer. Na, Benz.
Christel, endlich. Seit einer Stunde warten wir mit dem Abendbrot auf dich. Möchtest du eine Tasse Tee? Nein, danke. Christel, das Geld, was du ausgelegt hast, das habe ich auf dein Zimmer gelegt. Danke. Ja, würdest du dann nicht bitte etwas von der Blockhütte weggehen? Ich kann ja. Christel, geh in die Küche und lass es dir gut schmecken. Ja, aber lass es dir nicht zu lange gut schmecken. In 10 Minuten fängt das Duschbeispiel an. Ich bin heute nicht in Form. Ich gehe in mein Zimmer. Christel, dein Abendbrot. Ich habe keinen Hunger. Gute Nacht. Ach, was habe ich gesagt? Das ist ja geradezu verheerend. Du starrst immer in die Röhre und ich mache mir Sorgen. Ja, meinst du, ich mache mir keine Sorgen, wenn Emma Sturmspitze spielt? Was denn für eine Emma? Gott, Lothar Emmerich. Seit 20 Jahren versuche ich dir Fußball spielen. Dieser 10-Mark-Schein lag auf meinem Schreibtisch. Das muss denn hier sein? 65,80 Mark, stimmt's nicht? Wo hast du ihn her? Na, vom Gasmann. Ach, du bist ein Engel. Hallo? Hallo, hier ist Gustav Lehkamp. Ja, Gustav. Ja. Ja, natürlich, richtig. Ja, deswegen rufe ich ja an, natürlich. Wenn Sie wollen, sofort. Ja. Gut, bis gleich. Gut. Sagen Sie mir bloß mal, warum Sie mich erst so spät angerufen haben. Hm? Das ist eine lange Geschichte von einem dusseligen jungen Mann, der einem 10-Mark-Schein einen ganzen Nachmittag nachgelaufen ist. Und was hab ich bitte mit einem 10-Mark-Schein zu tun? Das kann ich. Die Fahrscheine bitte. Ja, natürlich. Bitte. Danke. Und Sie? Oh, darf ich das übernehmen, bitte? Ja, danke. Wohin wollen Sie? Ja, wohin wollen wir denn eigentlich? Auf alle Fälle wieder eine Station zu weit. Ja? Eine Rundfahrt, bitte. Ja, eine Rundfahrt. Wir wollen also überhaupt nicht aussteigen. Nein, das wollen wir ganz bestimmt nicht.